Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Guild Wars 2, zusammen mit der Zoe. Hi. Wir stehen hier vorm Verlies. Und damit, wie heißt das? Vor Ara, ne? Tore von Ara, genau. Ich glaube ja. Triumph oder Tod. Und es geht los. Töte den Altdrachen Seitan. Wir müssen Cave finden. Cave. Triumph oder Tod? Die Silvari? Eine Erstgeborene, glaube ich auch. Hm? Da geht's ja runter. Ah, oh, gar nicht so tief, okay. Oh, was läuft denn da? Kanone, müssen wir die benutzen? Oh. Oh, die müssen wir beschützen hier, oder was? Das ist jetzt quasi auch der Dungeon, ne? Also, wenn man den jetzt so macht. Ist der genauso, ne? Nur halt nicht als Story, sondern als Dungeon halt. Ja, da ist er halt schwerer. Das muss man genau schon in der Gruppe machen dann. Aber es ist genau dasselbe, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ewig her, dass ich den Dungeon gemacht habe, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist sehr ähnlich. Ich glaube, es ist dasselbe. Wir stehen ja, sind ja auch gerade in den Dungeon reingegangen quasi. Wir haben zwar die meisten Mitglieder der Klinge des Schicksals wieder versammelt, doch ich hatte gehofft, die gesamte Gruppe könnte jetzt hier sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Wer fehlt denn? Frage ich mich auch gerade. Wir haben uns schon umgesehen. Und ein Spaziergang ist es nicht. Selbst mit der Hilfe von uns Vieren wird es ein harter Kampf. Eure Absicht ist wie immer gut, Silvari. Aber rechnen müsst ihr noch üben. Soja, ihr kommt uns helfen? Meint ihr, ich lasse euch ohne ein echtes Genie gegen einen Altdrachen kämpfen? Soja, ich muss euch etwas sagen. Ich weiß, ihr fühlt euch schuldig wegen Snuffs Tod. Ich selbst gab euch viele Jahre die Schuld. Aber würdet ihr ohne meine Hilfe jetzt scheitern, fühlte ich mich schuldig. Snuff hätte gewollt, dass ich hier bin. Ich danke euch. Case. Ara war einst die Stadt der Menschengötter. Auch als sie diese Ebene verließen, blieb sie ein goldener, schöner Ort. Bis die Torheit der Menschen sie untergehen ließ. Weil die Char sie angriffen, oder nicht? Dachte ich ursprünglich. Ah ja, das war denn doch, ihr... es ihr, kam noch schlimmer. So haben sie versucht, sich zu wehren, und das ist schief. Genau. Genau. Aber das muss man ja dazu sagen. Ja, das wird da ja irgendwie nicht erklärt. Gerade. Der Altdrache erwachte, hob Orr aus seiner Wellengruft empor und Horden untoter Diener entströmten den Trümmern. Seitdem regieren dort Seitans Diener. Wir müssen sie besiegen, bevor wir uns dem Altdrachen stellen. Wir brauchen alle Luftschiffe, wenn diese Mission gelingen soll. Wir brauchen genug Energiekerne, um das Ding kampfbereit zu machen. Wenn Tyria Hoffnung haben soll, müssen wir beenden, was wir begonnen haben. Wir müssen Seitan vernichten. Und mit eurer Hilfe werden wir das tun. Eine Sache noch. Wir müssen euch dafür danken, dass ihr uns wieder zusammengebracht habt. Ich wüsste nicht, was ich dabei getan hätte. Ihr habt uns geführt. Mit Wort und Tat. Ohne euer Beispiel hätten sie, wir, uns nie wieder vereint. Ich wollte sie zwingen. Das war falsch. Ihr habt uns erneuert. Legen wir jetzt los oder quasseln wir Seitan einfach zu Tode? Das war doch auch eine Idee. War auch cool. Ja, du kannst es bestimmt, Schatz. Nee. Also brauchen jetzt die Energiekerne für Luftschiffe, oder wie? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder für die Bewaffnung der Luftschiffe, kann auch sein. Oder beides. Aha. Was ist hiermit? Brauchen wir nur einen, oder was?
Oh, das ist ja schneller. Das ist kein Energiekern gewesen. Das ist nur irgendwie ein Tor gewesen. Ach so, Mechanismus. Törichtes Fleischvolk! Ihr werdet durch Seitans Macht verdorben! Naja, sabbel nicht. Oha. Erzähl doch keinen Stoß. Nichts kann euch retten. Durchgefroren bis auf die Knochen. Ich bin der Lachs. So, holen wir den Energiekern. Naja, hab ich schon. Wo? Tschüss. Was? Hab ich schon. Achso. Dann auf zum zweiten. Gefahr. Whitlock ist hinter mir. Mhm, wie schnell dritt. Und der Rest ist hinter dir. Na stimmt, warum auch immer. Ich bin leider nicht so schnell wie du. Mir fehlt nach wie vor so eine Fertigkeit zum schneller Laufen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der Wiedergänger eine hat, ich glaube nicht. Ja, ist ja nicht viel Widerstand hier. Bis jetzt nicht, ne? Irgendwie hat Zeitan keinen Bock, uns aufzuhalten, was? Anscheinend nicht. Der will wohl gegen uns kämpfen. Der will's wissen. Zaytan will's wissen. Okay. Schönes Wetter heute. Ja, nee, nicht so wirklich. Also hier jedenfalls nicht. Das sieht ja spannend aus. Kriecher? Was für Kriecher? Aufgedunsener Kriecher? Das klingt ja sehr schmackhaft. Wo sind die Riesen eigentlich? Die sieht man so nicht, ne? Also die normalen Riesen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist halt auch noch ein Volk, was so völlig... Auf irgendeiner Karte, doch auf zwei Karten gibt's einzeln so Riesen, weißt du noch? Nee. Einmal im Harati-Hinterland gibt's einen. Ja? Ja, da gibt's auch ein Event, wo man den zerkloppen muss, den einen. Ach ja, stimmt, in dieser Höhle drin. Da gibt es sogar zwei. Beide stimmt. In der Höhle. Ja, stimmt. Da gibt es so einen Champion-Run auch. Und in den Kessex-Hügeln gibt es auch einen. Einen Riesen, auch in der Höhle. Ja, immer wieder ja, von diesen Trollen überfallen. Da gibt es so ein kleines Event. Ja, einen von beiden kenne ich auf jeden Fall. Oder beide. Du kennst alle drei garantiert. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja. Aber so allgemein halt, ne? Es muss ja auch ein Volk sein. Die müssen ja eigentlich irgendwo leben. Gut, vielleicht sind sie fast ausgestorben, gibt nicht mehr viele oder so. No. Aber der eine, gegen den man richtig kämpfen muss in diesem Event, der ist ja nochmal extra groß. Der ist ja noch viel größer. Der ist ja in der Nähe, wo auch dieses große Event da ist mit den Zentauren. Mhm. Ist ja unlustig hier. Aua. Ich bin viel zu breit, um hier durchzukommen. Zaytan verschlingt eure Welt. Und den hat uns letztes Mal vier Stück angegriffen und fertig gemacht. Ja. Stimmt. Durchgefroren bis auf die Knochen. Aber. Genau, mit der Attacke nämlich. Genau. Aber da konnte man auch... Er war ja eben so auf dem Boden. Mhm. Und letzte Folge, da konnte man den auch nicht... Oder die auch nicht angreifen, als die so auf dem Boden waren. Da waren die unverwundbar. Dann haben die diese Anflugattacke gemacht und dann war weg. Ja, komisch, ne? Achso. Nee. Also ich habe den Energiekern genommen, der da jetzt lag. Ja, wir müssen zurückkehren, aber wir können hier nirgends raus... Ich hätte ins Packlager zurück. Okay.
das eigentlich auf der Karte aus? Okay. So, liebe Leute. Installiert sie und wir können abfliegen. Captain, Untote gesichtet. Sie kommen schnell näher. Verdammt. Haltet sie fern, bis wir hier fertig sind. Leine los. Wir fliegen ab. Leine 1, los. Leine 2, los. Leine 3. Moment, die Winde ist kaputt. Ach komm. Verdammt. Ihr seid so unfähig. Wir sitzen fest. Jemand muss hier bleiben und das Luftschiff losmachen. Ich tu das. Nein, Logan. Wir dürfen uns nicht trennen. Diesmal nicht. Vor langer Zeit ließ ich euch im Stich und ihr musstet kämpfen. Jetzt müsst ihr mich zurücklassen, um den Kampf weiterzuführen. Ihr müsst das nicht tun. Doch, ich muss. Für euch alle. Und für mich selbst. Gut. Aber wenn ihr euch töten lasst, hetze ich euch bis in die Nebel. Vor mir antreten! Jawohl. Ja, hä? Darauf konnten wir jetzt nicht warten, oder was? Wollt ihr mich verscheißern? Ich habe den Sinn jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Weil, hätte das geklappt mit dem Losmachen, dann... Hä? Dann wären alle zurückgeblieben? Warum quatschen die? Er stand gerade noch da. Warum quatschen die so lange? Statt dass er gleich draufhauen mit dem Schwert und dann einfach alle gehen oder so irgendwie? Oder? Ich aber, weiß es nicht. Aber guck mal, wenn das von Anfang an geklappt hätte mit der Winde, dann wären doch... alle unten geblieben. Oder wie sehe ich das? Wo müssen wir hin? Ach, nach vorne einfach, ne? Wir haben ihn verloren. Überleben wir das? Ein guter Tod. Doch zu früh. Nein, der ist nicht tot. Der Logan darf doch nicht sterben. Er wird noch gebraucht. Ich stehe irgendwie in der Luft. Guck mal, da oben über uns sind ganz viele Schiffe und Drachen. Oh ja. Oh, da ist richtig Gemetzel. Oh, richtig. Ich weiß nicht, was los. Ah, wir werden vermutlich auch gleich so ähnlich angegriffen. Aber was? Vor uns sind riesige Diener Saitans. Auf Station. Bereit zum Kampf. Sinken wir? Wo denn? Ah, da oben. Ich fliege uns hin. Macht euch bereit. Oh. Ach da, ach die. Ah, okay. Das sind Riesen. An die Kanonen. Die sind, ja. Wie macht man das? So? Hä? Wie zieht man denn? Schutzschild ist das. Hä? Wo kommt die denn her? Was zum... Ich bin zurück. Ich bin verwundet. Okay, ja, wir müssen noch schießen. Feuer! Hä? Wie aufladen? Feuer! Das ist nur Schutzschild, was der macht, was die komischen Waffen da machen. Ich weiß nicht, was wofür das gut sein soll, aber... Hä? Okay. Ich meine, klar, für ein Schutzschild gut ist, kann man sich schon vorstellen, aber... Und wieso bleiben wir hier jetzt stehen? Hä? Feuer doch mal zurück, ihr Affen! Wieso kann man mit einer Kanone nur ein Schildschild machen? Hä, jetzt fahren die einfach um? Was? Vor Langeweile oder so? Ich weiß das nicht. Warum ist eigentlich alles grün? Wegen Seitan. Weil grün und so. Grün, Gift, Tod. Verfault. Wer ist er eigentlich? Er macht Auge. Helikopter. Wie kommt denn da jetzt? Kommandeur, ihr habt es geschafft. Hasser Luftdonner. Unsere Truppen landen in Ara und bekämpfen Saitans Diener. Transporter und Truppen werden jedoch von feindlichen Stellungen aus beschossen. Jemand muss uns helfen, einen sicheren Landebereich freizuräumen.
Aha. Okay. Na gut, dann tun wir das. Was ist da los? Okay. Wir sind jetzt hingebeamt anscheinend. Zerstört die orianischen Türme. Aua. Ich bin zurück. Sag mal. Bist du zum Linken? Okay. Moin, Leute. Es geht ab. Oh. Die hauen mich mal weg. Qualität setzt sich eben immer durch. Alter, ich kann nichts machen. Ich komme, Moment. Ja. Einfach aneinander. Durchgefroren bis auf die Knochen. Drecksviecher. Da war noch einer. Mhm. Ach, da stirbt er auch mal? Doch. Oh, ein Mund. Ein Mund. Ein da kommt Maul. Ein Mund. Da kommt ein Maul gelaufen. Insekten. Was für ein schlechter Zeitpunkt, Heldentaten vollbringen zu wollen. Es zittert vor der Macht des Drachen. Ich glaube, wir müssen. Wir müssen? Die Flammenkugeln auf ihn werfen. Oh ja. Glaube ich. Weil die liegen hier so ominös rum. Ja, ich habe auch gerade keinen Schaden gemacht. Oh, jetzt. Ja. Du. Und nochmal werfen. Ja. Aua, ich kann nicht weg. Angriff! Null. Ich glaube. Nun los, lasst uns den Skalden etwas zum Besingen geben. Okay. Machen wir. Wenn alles vorbei ist, trifft die Verstärkung ein. Na klar. Wie, alles vorbei. Naja, alles ist ja noch nicht vorbei. Die rennen ohne uns los. Ja, was passiert jetzt? Kommt jetzt weiter? Wo ist er denn nu? Wir heben wieder ab. Glaubt, die Folge wird etwas länger. Ja, war ja froh zu sehen, ne? Ist halt das Finale. Ja. Aber da ziehen wir jetzt durch, da machen wir trotz heute ab dort ein bisschen mehr zu gucken. Da ziehen wir durch. Da ist eine fliegende Wegmarke. Eine fliegende Wegmarke? Na, guck mal auf die Minimap. Ja, gut. Tatsächlich, die bewegt sich ja. Das Schiff hier. Ach so, oh, jetzt. Ich werd gar nicht gerafft. Stimmt, sehr gut, wenn man stirbt, dass man hier wieder. Raffomat. Oha. Schätze ich.
Oh, hier sollte ich vorsichtig sein mit dieser Fertigkeit. Wie kommen die hier eigentlich rauf? Ich hab keine Ahnung. Werden die von oben auf uns runtergeschmissen irgendwie oder so? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Könnte ja sein. Kommt von oben. Oh, das hat wehgetan. Oh, das hat wehgetan. Okay, was genau müssen wir denn jetzt machen? Einfach nur die Typen vermöbeln? Ja. Haltet nach orientischen Streitkräften Ausschau. Ja gut, die kommen ja von alleine hierher. Warum ja gar während das sein? Luftschiff weiter vorstößt. Ah. Ich halt Ausschau. Okay. Oha. Und prompt kommen sie. Da kommt der Boss. Nee, das doch ist nicht. Ich, nee, das ist nicht Saitan. Orgraf aus den der Mondtod. Oha. Ich fast runtergeschmissen, der Penner. Ich fühle mich stark. Aber wir müssen den wegschießen. Anvisieren? Ah, okay. Wie visiert man den an? Achso, nee, das ist das andere. Feind anvisieren? Wie? Tja, jetzt kommt Frage. Hier, oder? Ah, jetzt. Hä? Hä, hey, wieso geht das jetzt nicht? Jetzt. Feuer! Ah, das darf doch nicht wahr Feuer. Sein. Feuer! Ich muss los. Abpisst euch! Mist. Das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich schon sagen. Was denn? Mit diesem Anvisieren war kaum das. Es geht halt nur, wenn halt. Ja, wie das. Über normalen Bosskämpfen halt. Dann macht er da seine Kacke und dann gibt es halt einen Zeitpunkt, wo man ihn angreifen kann. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch nicht das Ding. Aber wenn du an der Waffe bist, kannst du. Ist es blöd, ihn anzuvisieren. Du musst ja extra auf ihn draufklicken, damit du ihn kriegst. Also mit Tab geht das. Mit Dings geht das zum Beispiel nicht. Ja, einfach linksklick, Maus, drauf. Ja, aber das ist irgendwie bei mir immer wieder weggegangen, komischerweise. Er ist wieder auf der Seite. Er kommt wieder auf die Seite hier. Mhm. Ja, komm. Muss man sogar gar nicht. Ist eigentlich sogar automatisch direkt da. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist er wieder ab. Jedes Mal, wenn ich irgendwas... Ist er wieder weg. Alter, aufs Ziel zu. Jawohl. Ja. Ey. Bereit für den Einsatz, hast du gesagt. Bereit für den Einsatz, ja. Wir sind noch nicht fertig, das heißt, kommt noch mehr von dem Viehzeug, schätze ich. Na, weiß ich nicht. Wir drehen. Au. Viele von diesen Seuchenbringern hier auch rumfliegen, ey. Was? Ach so. Ich stehe da rum und gucke die ganze Zeit. Richtig. Du musst doch Ausschau halten. Ja, mach ich ja. Alle Mann auf Station. Nein! Das hast du einen Schritt zu viel gemacht. Schade. Jetzt kommt der nächste Drache, glaube ich. Also wir sind auf jeden Fall ziemlich weit oben, kann ich sagen. Und das fliegst du, fällst du immer noch? Ja. Ich nehme mal die Wegmarke. Ja, geil. Ich werde jetzt angegriffen von Drachen und von anderen.
Ich habe mal ein bisschen gescoutet, was da, wie hoch wir sind. Okay. Das war also geplant, oder wie? Mhm. So, wo ist er denn, der Arsch? Ach, da. Oh, wer, was? Der, jetzt, da kommt wieder auf die andere. Nee, doch. Nee, der bleibt hier. Achso, noch einer? Ja. Borgos, der Seelenbrecher und Fafnerin. Der Herzmörder. Jawohl, der hat ordentlich geschluckt, hat er. Wo ist er da jetzt? Rechts oder links? Der haut wieder ab, die Sau. Ja, hier sind auch so viele andere Armleuchter. Dann schneid den Arm ab, dann können sie nicht mehr leuchten. Was macht er jetzt? Was machen Sachen? Sie tauchen drunter durch oder kommen die wieder hoch? Ne, der kommt wieder hoch. Ich gehe auf rechts. Auf Fafnerin. Ah, damn it. Aber wie viele auch? Na, rechts oder links? Na komm, trau dich. Oh, die Kanonen, die brennen aber schon, du. Ja, ich weiß. Feuer! Alle auf Horogus. Oh Mann. Naja, was? Ja, genau, ey. Aus dem Fitzigen überlebt. Ja, bei mir auch. Und wie bei dir auch. Sind das nicht zwei Drachen gerade noch? Achso, ja, wir haben gerade auf denselben geschossen. Achso, okay. Der andere hat, ist doch noch full life. Also. Der hier, der Pfaffnerin. Verpisst er sich natürlich. Alter. Okay, einen habe ich. Ja, und jetzt? Einer ist weg. Wo ist der andere? Da ist er. Fliegt dumm rum. Hallo. Komm, Junge, mach was. Hä? Wieso kann ich ihn nicht anvisieren, doch jetzt? Einfach schießen. Komm schon. Jawohl. Aber. Okay, schlecht. Ich glaube, wir stürzen ab. Wir müssen es verlassen. Wisst ihr, wie tief das ist? Das ist ziemlich tief, habe ich gerade bemerkt. Ich habe Flügel, aber bringt mir ja nichts, ne? Wenn da kommt ein anderes. Auf da. Wo? Unter uns? Sogar geschafft. Ich nicht. Schade. Ey, ich werde wiederbelebt, lol. Da kam wer gelaufen, hat mich wiederbelebt. Okay. Schade, ich bin einfach zu früh runtergesprungen. Ich glaube, ich hätte einfach noch warten müssen. Ja, ich bin ja voll gesprungen. Aber so wie sie jetzt sind, hätten wir einfach drüber laufen können. Ja, ich weiß. Also ich habe wieder gelebt. Ich stand da gerade wieder. Ich warte. Alle Mann auf das andere Schiff! Bin ich schon. Los, ihr Töter! Ich hab keinen Ton. Wir haben nicht ewig Zeit! Ja, echt mal! Macht euch mal hin da! Ihr lebt!
Dachtet ihr, ich lasse euch allein gegen Saitan ankämpfen? Logan, also ich habe keinen Ton ich hier. Freue mich, dass ihr wohlauf seid. Ich dachte... Ich weiß. Okay. Ich bin um Haaresbreite entkommen und dann an Bord dieses Schiffs gegangen. Gestorben bin kurz vorher. Ist ein neues Modell. Beeindruckend. Ich glaube, genau das brauchen wir, um einen Drachen zur Strecke zu bringen. Bei mir läuft nämlich diese komische Musik. Alle Mann auf Kampfstation. Wir fliegen los. Ja. Bist du in meiner Nähe? Kannst du mich da wiederbeleben hier auf dem Schiff? Das ist eine Wegmarke. Ach da. Ach, ich war auf einem ganz anderen Schiff gelandet. Okay, das Schiff ist ein bisschen größer hier. Haltet durch, während ihr Ruhm von Tyria Saitan aufspürt. Haltet durch, wie haltet durch? Wahrscheinlich haben wir gleich wieder angegriffen. Ne, die Kanonen fliegen ja. Schweben, ja. Ah, das hat ein bisschen mehr Power, glaube ich, hier, das Schiff. Ja, wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen mehr auf den Deckel kriegen gleich. Unten ist noch viel größer. Unten, wo man unten landet, ist auch alles voller mit Kanonen. Da bin ich gelandet. Keine Ahnung, ich bin auf irgendeinem anderen Schiff rumgelegen. Und die da, die Crew hat mich wiederbelebt. Okay. Oha. Der sieht ja eklig aus. Was hat er denn? Einfach stumpf durch. So viel dazu? Da stand ich gerade noch. Ja, ich auch. Ich stand direkt hinter dir. Oh, ja, knapp. Okay. Knappe Sache. Das ist eine dunstgekühlte Tautmatium-Energiewaffe. Mit Schaltvorrichtung für Drachenenergie. Was meint ihr, wer sie entwickelt hat? Sie wird schon nicht kaputt gehen. Nicht allzu sehr. Was müssen wir denn jetzt machen? Soja verteidigen, während sie die Megalith-Kanone aktiviert. Ist ja Megalith. Megalith. Megalight. Oh, das rumpelt aber hier, ey. Ja, kackt hier dauernd hin. Hör nicht! Atme! Was ich aber auch nicht verstehe, wo waren die Altdrachen die ganze Zeit? Wieso machen die jetzt so einen Stress? Unter der Erde, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja, warum waren die da so lange und warum sind die jetzt quasi am Stissel und machen Mumpels? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie alle paar tausend Jahre halt aufwachen oder so. Und dann machen sie Stress, schlafen sie wieder ein? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Mysteriös. Man weiß es nicht. Hast vielleicht so ein, weiß ich nicht. Thanos-Ding. Ja. Erstmal die aller Lebewesen ein bisschen dezimieren, auslöschen auf der Erde, damit sie sich erholen kann und dann wieder pennen legen. Ach so. 1000 Jahre pennen und dann das gleiche wieder, damit sich die Erde wieder erholen kann. Er ist ganz schön groß. Mhm. Oh, er hat gesessen. Oh, er ist gesessen. Voll in den Ass. Kann nicht mehr fliegen? Er fliegt aber noch. Hey, der hat doch... Wir haben doch gar keine Flügel abgeschossen. Das war's mit der Megalith-Kanone. Nicht mehr fliegen können sieht anders aus. Na, offensichtlich.
Halte durch. Ist das jetzt gut, dass er rot leuchtet, oder ist das schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Na, anscheinend gut, er ist abgestürzt. Okay. Aua, aua, aua. Wir haben ihn vom Himmel geholt. Ja, okay. Der kommt bestimmt noch mal wieder. Oder wir müssen runter, weil er noch nicht ganz tot ist. Er ist abgestürzt, aber wohin? Ich sehe ihn nicht. Er ist unter uns irgendwo. Hm. Ich höre ihn auf jeden Fall. Da hinten. Ja, ach, der hängt da am Turm. Jetzt hat er hoch. Ja, dann richtet doch die Kanonen drauf. Seid ihr doof? Das ist doch jetzt wie auf dem Servierdingens. Servierdingens. Wer ist das hier auf dem Servier am Dingens Tablett, Silbertablett? Oh, wir sind je nass. Oh, er macht Auge. Besiegt den Altrahan. Hallo? Und wie? Feuer! 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 Die Kanone zeigt ganz woanders hin, schießt aber schräg. Feuer! Aua! Treffe ich denn überhaupt? Ja, wie gesagt, die schießen schräg. Er hat nur noch Hälfte. Wie eklig sein Maul auch aussieht, ey. Ja. Jawoll. Jawoll. Ein toter Drache ist tot. Üms. Fertig oder was? Jetzt kommt die Musik wieder. Ganz leise. Mhm. Ist ja lauter. Das ist doch viel zu traurig. Der Altdrache ist bezwungen. Wir haben gesiegt. Aber nur, indem wir uns gegen einen größeren Feind zusammentaten. Ihr habt uns den Weg gewiesen. Wir und ganz Tyria stehen in eurer Schuld. Ja. Jeden. Eine Nachricht. Echt? Ich hab keine. Euer Herold steht da. Explorationen in Arar. Seid gegrüßt, siegreicher Held. Ich kann meine Freude über den Tod Seitans kaum in Worte fassen. Jeder in Tyria hat von eurer Heldentat und Tapferkeit erfahren und auch von der Wiedervereinigung der Klinge des Schicksals. Doch der Tod Seitans bedeutet nicht, dass der Krieg gegen die Altdrachen beendet ist. Da sie mit ihrem Verderbnis weiterhin das Land einschüchtern. Achso, einschüchtern. Im okay. Jetzt habe ich rausgeschmissen, weil du rausgegangen bist mit einem Text. Ja, ich wollte gucken, ob ich vielleicht die Nachricht dann bekomme, aber nö. Ich schätze mal, weil du das schon mal gespielt hast mit dem Charakter. Ich aber halt nicht. Ne, hab ich nicht. Nicht? Nein. Dann hättest du die Nachricht aber auch kriegen müssen. Vielleicht kriegt man das nur, weiß ich auch nicht. Egal, ist weiter. Ja, erstmal muss ich das jetzt wieder finden. Da. Im Norden plündern die Söhne Svanias Gefolgsleute Jormags. Die stinkenden Überreste von der Zierde der Wogen. Im Süden sind die Experimente der Inquestur über Drachenenergien außer Kontrolle geraten und der gesamte Komplex droht zu explodieren. Und im Schatten der Leiche Seitans setzen seine überlebenden Diener den Nachforschern zu.
die die Geheimnisse der Altdrachen zu enthüllen suchen. Jede dieser Aufgaben ist eine würdige Herausforderung für einen wahren Helden. Wer sollte dafür besser geeignet sein als der Held von Tyria, der Schlechter von Seitan? Oha. Ich sehe euren zukünftigen Triumphzügen entgegen und verbleibe in Hochachtung euer Herold. Was für ein Herold? Ist das unser Diener quasi oder was? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich so, um zu erklären, was man jetzt machen kann. So, fordert Dreifaltigkeit, ne? Jo. Das nehmen wir jetzt aber noch mit auf, ne? Ja, klar. Das ist ja jetzt das Nachspiel, würde ich sagen. Wir machen jetzt Ende. Weil wie lange das jetzt noch dauert. Na komm schon, danke. Triumph oder Tod, immer noch. Ja. 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 Alter, der Chat ist voll. Ich hab das ausgemacht bei mir. Die jubeln mir alle zu. Salutieren. Hoi. Ehre. Party. Party hart. Sieg. Disney. Naja, so ähnlich. Sah ganz so aus, ein bisschen. Seitan ist tot. Jetzt kann seine Verderbnis geheilt werden. Hä, ist das Dings? War Feier eben gewesen? Die Oase? Nein, nein. Wir löschen die untoten Diener des Drachen, die Tyria noch plagen, nach und nach aus. Bald ist die Plage nur noch Erinnerung. Oha. Ich doof, dass du da jetzt nicht mit drauf doch, bist. Doch, bei mir sieht man mich, da bist Mut, du nicht drauf. Einen Mut, Einen und okay, Freundschaft perfekt. Haben den Drachen besiegt. Niemand soll diesen Tag je vergessen. Ein Sieg, an dem ganz Tyria teilhat. Dies ist nicht das Ende. Es gibt noch mehr Drachen da draußen. Mehr Kämpfe. Könnt ihr nicht einfach mal zufrieden sein, Fellknäuel? Ich war zufrieden. Redlock hat einen Synthesizer. Kehrt ihr zu eurer Königin zurück, Logan? Nein. Erst wenn ich weiß, dass Kryta sicher ist. Er will also weiterkämpfen. Seht ihr, Logan ist auch zufrieden. Snuff wäre stolz auf uns. Besonders auf euch, Soja. Ihr meint stolz, dass wir nicht versagt haben und wieder mit der Schnauze im Dreck gelandet sind? Ja, das wäre er. Und wer jetzt? Jormark, Primordus, Kralkatorik? Wir vernichten sie, wie der Morgen die Schatten besiegt. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Danke. Gerne doch. Ihr könnt auf mich zählen. Gut, denn er hat recht. Der Rest der Drachen wartet immer noch da draußen. Wir müssen alle weg. Alle weg. Ja. Werden alle weggemacht. Primordus war der Feuerdrache, ne? Ich glaube ja. Wenn mich nicht alles täuscht, muss das der Feuerdingens gewesen sein. Hier steht eine Kiste voll Spaß rum. Es liegt wahrscheinlich bei ArenaNet auf Halde für Guild Wars 3. Was denn? Ach, der Primordus? Hm. Das weil wenn man alle Altran weggemacht hat, wie soll man dann die Geschichte noch weitermachen? Ja, gut. Deswegen halten sie das wahrscheinlich zurück. Möglich.
Hallo Trehearn. Nö. Versteckt ihr euch vor dem Trubel, Trehearn? Das wird nicht gehen. Die Welt muss sehen, wie der Paktmarschall feiert. Ich verstecke mich nicht. Ich denke nach. Der Abschluss meiner wilden Jagd hat mir zwar eine Last von den Schultern genommen, aber dennoch blieb Satan eine schreckliche Bedrohung. Jetzt, da diese Bedrohung vorüber ist, fühlt es sich an, als ginge nach einer kalten, endlosen Nacht die Sonne auf. Ich kann nicht anders als mich fragen, was nun? Wohin führen wir diese von uns geschmiedete, unaufhaltsame und schlachterprobte Allianz? Zur nächsten Herausforderung, zum nächsten Sieg. Wir müssen uns noch anderen Altdrachen stellen und jetzt wissen wir wie. Wir wissen, wie man sie besiegt. Erst feiern wir. Wir haben gewonnen. Es wäre ein Verbrechen, nicht kurz innezuhalten und sich darüber zu freuen. Kommt, es warten eine Armee von Menschen und ein Meer von Getränken. Ganz Tyria soll an diesem Sieg teilhaben, einschließlich euch. Macht mit! Erstmal richtig saufen, nur. Die Welt steht in eurer Schuld, Kommandeur. Solange ich Marschall des Pakts bin, werde ich diese Schuld in Ehren halten. Ehre. Hey. Ich hänge nur fest. Ich bedauere nur, dass ich nicht dabei war, als Satan fiel. Aber ich freue mich schon auf die Skalden, die euren Triumph feiern. Da muss er aber los, so. Mein Glückwunsch, Kommandeur. Wir haben uns das Recht verdient, unsere Last eine Weile von den Schultern zu nehmen und zu feiern. Er hat das Meer von Getränken gehört, er muss da richtig schnell los. Ja. Satans Tod hat vielen das Leben gerettet. Und mehr noch, er gab einer verzweifelten Welt Hoffnung. Drachen sind keine Sterne am Himmel. Man kann sie zählen, sie bekämpfen. Eines Tages töten wir den letzten Drachen. Dann erst ist Tyria sicher. Ein Neuanfang für Orr und für Tyria. Blauer Himmel nach einem langen Sturm. Diesen Sonnenaufgang wird Tyria nie vergessen. Das ist unser Tag. Ja, ich denke mal, das war's, wa? Mhm. Fertig mit der Laube. Yay! Was kommt jetzt? Jetzt habe ich auch Post bekommen. Oh, ist das Skin freigeschaltet. Zupacken des Totenantlitz. Geschichtsstunde. Lucifer, in der Abtei Domant haben wir eine Redensart. Wer die Zukunft gestalten will, muss sich an die Vergangenheit erinnern. In diesem Sinne habe ich Leute befragt und historische Informationen über Scarlet Dornstrauch und ihren Krieg gegen Tyria, der im Jahre 1326 nach E begann, gesammelt. Ich habe eine Zusammenfassung meiner Forschungsergebnisse für euch vorbereitet. Ihr findet darin die wichtigsten Ergebnisse ihres Feldzugs bis zum großen Angriff auf Löwenstein im Jahre 1327 beschrieben. Trefft mich in Löwenstein, wenn ihr wollt. Ich erwarte euch. Hochachtungsvoll, Magistra Ela Makai. Nachricht von ArenaNet. Staffel 1 der lebendigen Welt war eine Folge von Live-Content-Ereignissen, die vom Januar 2013 bis zum März 2014 lief. Sie handelte von Scarlet Dornstrauchs Krieg gegen Tyria, der mit der Zerstörung des alten Löwensteins und der Erweckung eines mächtigen Wesens gipfelte. Die Handlung war darauf ausgelegt, so erlebt zu werden, wie sie sich ereignete. Gegenwärtig ist sie im Gegensatz zu Staffel 2 nicht als Wiederholung in Episoden verfügbar, deswegen haben wir eine Zusammenfassung erstellt, die euch über die Ereignisse zwischen dem Ende der persönlichen Geschichte, also gerade, und Staffel 2 der lebendigen Welt informieren soll. Wenn ihr diese Zusammenfassung abgeschlossen habt, solltet ihr alle notwendigen Informationen haben, um einzusteigen und Staffel 2 der lebendigen Welt und alle anschließenden Inhalte zu spielen, auf die ihr in eurer Chronik zugreifen könnt. Ah.
Das machen wir doch als nächstes dann, ne? Genau, und das machen wir nämlich auch als nächstes. Aber für heute soll es das gewesen sein. Das war's mit der persönlichen Geschichte bzw. der Hauptstory von Guild Wars 2. Aber ja, es gibt noch viel zu tun. Es sind noch viele Altrachen am Stissel. Und damit wird's weitergehen. Geschichtsstunde Staffel 1. Scarlets Krieg. Jawohl. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann. Tschüss. Tschüss.